Herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Skyrim Anniversary Edition. In der letzten Folge hat der Khajiit Laris also angefangen, sein Haus auszubauen. Es hat sich schon einiges verändert. Er hat die Räumlichkeiten, wie man sieht, ein bisschen mit Möbeln gefüllt hier. Und auch einen Barden angestellt, sagen wir mal. Ich hätte einen Wunsch, dass sie mal was Schönes singt. Und bitte dann mal Ragnar der Rote. Eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Ich hoffe, sie macht es mit ihrer Laute perfekt. Weil manchmal singt sie einfach so. Genau, hier dann eine Bibliothek. Hier liest Laris dann in der Zeit halt ein paar Bücher. Was interessant ist, er hat eine neue Passion entdeckt. Außer dem Fischen. Wir wissen ja, unten im Keller hatte er ein Aquarium. Aber hier hat er einen Trophäenraum gebaut und er will diesen Raum jetzt ein bisschen ausstatten. Und zwar geht es heute darum, hier einen wunderschönen Säbelzahntiger hinzustellen. Allerdings braucht Laris dafür Säbelzahntigerpelz einmal und zwei Reißzähne sowie Stroh. Okay, Stroh kann man kaufen, alles andere bekommt er durch Jagd. Also hier kommt ein Säbelzahntiger hin und hier so ein Eistroll. Trollpferd haben wir schon, Trollschädel fehlt noch. Und Laris will heute auf die Jagd gehen. Und mitnehmen tut er einmal Feuerpfeile, da sieht man es, wie sie da brennen am Rucksack. Das ist gegen den Eistroll. Und ansonsten als Primärwaffe den Glasbogen des Hirschprinzen. Er kann ein bisschen schneller als die anderen damit umgehen. Das ist wegen dem Perk, dass er 30% schneller einen Bogen ziehen kann. Also gut ausgestattet. Ja, ansonsten an Kleidung nimmt er einfach nur warme Kleidung mit. Es ist ja immer noch Überlebensmodus. Und dass die Tiere nicht allzu schwach werden, wird das Ganze auch auf der Schwierigkeitsstufe legendär gemacht. Also sehr gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob er das schafft. Auf jeden Fall soll es nachts passieren, darauf achte ich, denn er ist ein Vampir. Und für einen Vampir sieht es dann tagsüber schlecht aus. So, hier der Vogt. Achso, übrigens hat Laris den Vogt beauftragt, ihm einen Stall zu beschaffen. Hier steht ein Pferd, hier ein anderes Pferd. Das ist übrigens ein Wildpferd von Laris mal gefangen worden. Der heißt Hjalte. Und hier eine Kuh. Und ein Huhn. Genau, eigentlich müsste man im Keller gucken. Ich weiß nicht, wo das ganze Milch jetzt gesammelt wird. Muss man noch schauen. Ansonsten sieht das Haus jetzt so aus. Wie gesagt, weiter ausgebaut. Und das ist das Haus Winstead. Das heißt südöstlich von Einsamkeit, quasi hier in der Kälte. Gut, wo kann man am besten Trolle, vor allem Eistrolle und Säbelzahntiger jagen? Ich würde sagen, tatsächlich hier überall in der Schneelandschaft, aber wo ich mir sicher bin, die einen zu treffen, ist neben der Akademie von Winterfeste, wenn man hier in diese Richtung geht. Deswegen, eine Kutsche ist hier auch in der Nähe. Reisen wir jetzt erstmal dahin. So, dann bring mich mal bitte nach Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. So, ansonsten geht jetzt Laris alleine, nimmt niemanden mit als Begleiter. Mal schauen, ob das überhaupt klappt, weil Säbelzahntiger sind schon krasse Bestien. Und Eistrollen will ich schon gar nicht mehr reden. Okay, wahrscheinlich hungrig schon wieder und erschöpft. Also eigentlich müsste man eine Runde schlafen hier. Okay, gegessen, getrunken, dann kann es weitergehen. Mein Pferd wartet hier schon. Und jetzt da im... Ja, so südwestlich von hier müssten jetzt eigentlich Trolle und Säbelzahntiger sein. Eigentlich muss man nicht unbedingt Trolle töten, um Trollschädel zu erhalten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Trollen, die man gerade getötet hat, überhaupt Schädel entnehmen kann. Schädel hier liegen normalerweise zum Beispiel in den Häusern als Deko. Aber ein paar Säbelzahntiger müssen wir auf jeden Fall jagen. So, Moment, ziehen wir mal was an. Bekleidung, jetzt haben wir hier nochmal 18 Wärme. Ist hier böse kalt. Asidal. Verstärkt ja zum Beispiel Feuermagie. Ich weiß gar nicht, ob es sich auch auf Feuerpfeile. Die sind ja quasi mit Feuer verzaubert. Quasi so verzauberte Pfeile.
Und da ist schon mal ein Troll tatsächlich. So, wollen wir mal den jagen und schauen, ob das tatsächlich klappt. Aber ich will jetzt mal das Pferd irgendwo wegstellen, damit es vom Troll nicht angegriffen wird und mir schon wieder wegrennt. So, einen Moment. Das Pferd lasse ich jetzt hier. Okay, und wir nehmen mal unser Glasbogen und die Feuerpfeile. Gucken mal, wie gut das Ganze jetzt gegen den Troll ist auf der Schwierigkeitsstufe Legendär. Oh, das hat Schaden gemacht. Ja gut, der hat mich ja gerade nicht gesehen. Sag mal, warum bleibt der... Moment. Irgendwas stimmt gerade nicht. Was ist denn? Alter, was ist denn mit ihm? Bist du... Moment. Was ist denn? Was war denn das gerade? Warum konnte Laris gerade nicht rennen? Verdammt. Okay, mein Pferd hat mich jetzt doch gerettet. Na, manchmal check ich gar nichts. Moment. Bisschen heilen. Ja, so schnell kann die Jagd zu Ende sein. Der Eistroll regeneriert ja dummerweise. Jetzt ist mein Pferd doch in den Kampf gegangen, was ich überhaupt nicht wollte. Warum konnte er sich gerade nicht bewegen? Na gut, egal. Jetzt aber. Hauptsache aufpassen, dass das Pferd das Ganze überlebt. Der Troll nimmt wirklich bösen Schaden, wie man nimmt. Wie man sieht, durch die Pfeile. Eieiei. Boom. Boom. Und nochmal. Und das ist der letzte Schuss. Okay, das Pferd hat es überlebt, Gott sei Dank. So, Moment, ich schau mal wegen den Pfeilen. Also, Feuerpfeile, steht gar keine Info dazu, einfach nur 8 Schaden. Wie viel Feuerschaden sehen wir leider nicht. So, ansonsten war hier, der Glasbogen ist ein bisschen verbessert, 65 Schaden. Also insgesamt 75 Schaden plus Feuerschaden, unbekannt wie viel. So, was können wir dem Troll jetzt entnehmen? Zum Glück ein paar Feuerpfeile, die ganze 7 Stück. Trollfett benötigen wir, glaube ich, auch. Aber wir können eben kein Trollschädel entnehmen. So, speichern. So. Dann hat es also nicht viel Sinn, Trolle zu jagen. Da werde ich einfach nur ein paar Schädel irgendwo klauen bei den Leuten. Wie gesagt, die stehen überall als Deko. Dann jetzt vor allem Säbelzahntiger. Es geht jetzt vor allem um die Säbelzahntiger. Also, Moment. Ich nehme mal kurz eine Fackel wegen der Kälte. Okay, da wird... Da jagen schon Wölfe und welche Bergziegen. Von den Bergziegen brauche ich tatsächlich auch was. Um ein paar Deko-Elemente zu bauen im Haus. Soll ich diese Bergziegen jetzt hier wegjagen? Dass ich nicht mit leeren Händen komme. Moment, ich verstecke jetzt erstmal das Pferd hier irgendwo oben wieder. So dass es nicht unbedingt in den Kampf mitgeht. Okay. Und gegen den Wolf nehme ich Elfenpfeile. Und nicht die Feuerpfeile. Genau. Um diese nicht zu verschwenden. So, wo war der Wolf nochmal? Sag mal. Ey. Gut, okay. Laris' Sinne lassen nach das Zwingen der Kälte. Schau mal, also man muss jetzt wirklich gleich ein Lager hier bauen, sonst wird es sehr, sehr gefährlich wegen der Kälte. So, die Bergziege. Es tut mir leid, ich brauche... Laris ist halt ein Jäger. Wir brauchen ihr Fell und vor allem Ziegenhorn brauchen wir, um bestimmte Wandhalterungen zu machen. Also alles wird benutzt. Alles geschieht hier nicht umsonst. So, ich gehe jetzt mal ohne das Pferd weiter hier. Oh, aber das Wetter macht wirklich nicht mit. Also hier waren vor allem weiße Säbelzahntiger zur Gegend, das weiß ich. So, noch eine Ziege vielleicht, damit wir schon genug Hörner haben. Wenn sie hier schon rennt. Und boom! Das war daneben. War die hier. Okay. Das sollte, glaube ich, fürs Erste reichen. Ich will jetzt hier nicht das gesamte Tierreich ausradieren.
Jetzt brauchen wir wirklich hier, oh, hier Mammons, tote Mammons. Interessant, einfach mal in Skyrim auf die Jagd zu gehen. Wisst ihr was, ich werde jetzt hier mal ein Lager bauen, dort. Dort ist ein schönes Plätzchen, um sich einfach ein bisschen zu wärmen. Und hier sind schon wieder Wölfe, glaube ich, oder? Sieht man gar nicht wegen dem schlechten Wetter. Ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe. Einfach mal in Skyrim jagen zu gehen. So, Lager oder Seelen. Ich muss sagen, der Überlebensmodus macht das Ganze nochmal viel schwerer und viel realistischer. Man kann jetzt nicht einfach unendlich in der Kälte rumlaufen, sondern man muss irgendwas machen, um sich zu wärmen. Oh, so, jetzt einfach mal hinsetzen am Feuer. Ach so, wenn ich mich am Feuer setze, dann ist mir kalt, oder? Ah ne, warm, perfekt. Oh, betrachten wir ein bisschen die Gegend. Also dort irgendwo haben gerade Kämpfe stattgefunden. Ich hoffe, die Sicht wird gleich besser. Ansonsten würde ich sagen... Ah, ich kann gar nicht gucken, wie spät es ist. Warte mal, ah, doch, doch. So, es ist gerade fast 2 Uhr nach. Vielleicht könnte ich auch mal eine Runde schlafen und hoffen, dass das Wetter besser wird. Also quasi bis zum nächsten Abend schlafen. Und dann weiterjagen. Wobei die Sicht ist jetzt ein bisschen besser geworden, dadurch, dass es nicht mehr so kalt ist. Aber der Schnee lässt einfach nicht nach. Aber man sieht, die Sicht war wirklich wegen der Kälte, also weil es dem Charakter so kalt war, war die Sicht so verschlechtert. Eigentlich sieht man ein bisschen besser. So, okay. Dann sind wir gut gewärmt. Eine Fackel in die Hand und dann kann es weitergehen. So, okay. Also das Lager haben wir jetzt also hier ausgeschlagen. Hier wäre Saartal schon in der Nähe. Ich weiß ganz genau, dass hier eigentlich Säbelzahntiger waren irgendwo. Hm. Die Wölfe da vorne müssen weg, sonst stören sie sehr, sehr böse. Oh! Einer. Und der zweite hat bemerkt, woher der Schuss kam. Und er konnte, konnte. Sind sie schnell. Wieso haben Wölfe Amethysten dabei? Kann mir das einer erklären, wieso diese Tiere Kostbarkeiten bei sich tragen? So weit und breit keine Großkatzen. Also außer Laris natürlich. Und es ist schon wieder kalt. Ich habe die Fackel vergessen. Also es ist schon die wärmste Kleidung. Pelzkleidung, Stiefel, alles aus Pelz, Handschuhe, nur Azidal-Helm eben. Okay, irgendwas hat mich was? Warum sind wir Gargoyles? Seid ihr wahnsinnig? Boah. So, Moment. Ich habe ja irgendwo hier einen Ring der Khajiit. Unter Bekleidung, und zwar beim Ring des Khajiits ist das Gute, dass man sich auch hier unsichtbar machen kann, ja, der Zauber verstecken. Verstecken, das wäre unter Illusion dann. Perfekt, dann können wir uns mal kurz unsichtbar machen und hoffen, dass die Dinger uns verlieren. Das ist unfassbar, hier sind einfach mal 2 Gargoyles, warum auch immer. Okay, ja, sie sehen mich nicht mehr. Wieso? Wieso sind hier Gargoyles? Ich bin doch schon ein Vampir. Eigentlich sollten sie auf meiner Seite sein. Komm, wir verstecken uns wieder mal. Okay. Gut, der Zauber hat mich erstmal gerettet. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt gegen 2 Gargoyles auf einmal kämpfen sollte. Vielleicht in der Form des Vampirlords wäre es möglich. Aber ansonsten schwierig. So, ganz 2 Hände hier. Und hier haben wir ein bisschen... Ich wollte dich das Gold, Mann, nicht in 2 Hände. Tschüss. Tschüss, Skelette, tschüss. Könnt ihr euren 2 Hände zurückhaben, den brauche ich nicht. Hier, Vulkan 2 Hände. Hier, eure Waffe. Können sie haben. Und ich schieße immer noch. So.
Ja, wie auf jeder Jagd muss man ein bisschen rumlaufen, um das Tier zu finden, welches man jagt. Ich frage mich, ob ich hier überhaupt einen Säbelzahntiger finde. Wenn nicht, dann reise ich zurück. Und dann reise ich in die Nähe von Weißlauf mit einer Kutsche. Nein! Jetzt du noch erst. So, was ist da ein Fuchs? Der Kack-Drache hat mich auch verloren. Oh Mann. Gut, okay, also. Hier sind wir. Ich würde sagen, Laris macht sich jetzt langsam, glaube ich, zurück auf den Weg zu Winterfeste. Okay, da ist noch ein Eistroll. Wir haben ja gerade gesehen. Wobei, wenn schon, wenn er mich schon entdeckt hat, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt nochmal diesen Eistroll weghauen und gucken. Wir nennen ja Feuerpfeile. Junge! Junge, Feuerpfeile! Mann! Was zum... Ah, Feuerpfeile, Mann. Ah, ich habe sie schon ausgerüstet. Okay. Boom! Boom! Das ist sehr gut, dass er nach jedem Pfeil zurückgestoßen wird und wackelt. Das rettet mich sehr, denn sonst würde er in meine Nähe kommen und mir einen reinhauen. Was sehr weh tut. Der zweite Eistroll. Und ich schätze mal seinen Schädel. Ja. Also es ist tatsächlich anscheinend so, man kann einem getöteten Troll seinen Schädel nicht entnehmen. Das ist wieder eine Kleinigkeit, auf die ich nie geachtet habe, dass das gar nicht geht. So, da sind die Gargoyles. Ist auch interessant zu wissen. Das heißt, einen Trollschädel muss man wirklich irgendwo klauen. Beziehungsweise irgendwo finden. In Ruinen liegen sie ja manchmal überall rum. So, da ist schon der Lager. Das heißt, hier jetzt nicht so erfolgreich. Es ist einfach wirklich sehr schwer zu jagen hier in der Kälte. Okay. Dann machen wir Folgendes. Laris wird sich jetzt hier am Lager wärmen. Dann fährt er zur Winterfeste. Zu der Akademie. Und von dort aus wird er dann nach Weißlauf fahren. Denn dort in der Nähe sind auch Säbelzahntiger. Da, Tiger. Tiger. Das heißt, man sieht sich gleich am Weißlauf. Bis dann. Weißlauf. Nacht. Es ist kurz nach Mitternacht. Die Vampirsinne sind messerscharf. Gutes Wetter fürs Jagen. Es ist wieder ein bisschen kalt. Die Fackel ist an. Und hier in der Gegend von Weißlauf sind doch immer Säbelzahntiger. Dann, wenn man sie nicht braucht. Aber was ist, wenn man explizit nach denen sucht? Hier wird man doch ständig von einem angegriffen. So ungefähr da. Auf jeden Fall schon mal Hirsche. Also was Hirsche angeht, da braucht Laris tatsächlich auch deren Geweih und auch, ich glaube, deren Fell. Aber vor allem Geweih für verschiedene Attrappen. So, Moment, die falschen Pfeile. Da hat sie einfach nicht ausgerüstet. So, jetzt habe ich den auch noch erschreckt. Aber da ist auch noch einer. So, okay. Das ist schon mal ein Geweih. Mehrere brauche ich eigentlich. So, Hirschfell. Aha, das heißt, man bekommt von ihm eigentlich nur das Fell oder was? Was ist denn mit Geweih? Kann man schon wieder kein Geweih von den Hirschen looten, sondern muss irgendwo klauen oder was? Wofür nicht? Ich glaube, das ist dann zufällig. Ich werde jetzt gleich noch einen Hirsch jagen. Wenn ich Ausschau nach Säbelzahntigern halte. So, ich versuche es nochmal. Also, auf 7 waren Feuerpfeile und auf 8 waren Elfenpfeile. So, jetzt funktioniert's. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich was anderes geklickt. Ach so. Ja, die Dinger benötige ich eigentlich für mein Aquarium. Die Schlammkraben. Die hält sogar was aus.
Und zwar benötige ich da deren Chitin. Weiß nicht, was mit den Gebeinen, was mit den Beinen ist. Aber Chitin auf jeden Fall benötige ich auch, um im Aquarium so eine Trophäe an die Wand zu hängen. Das heißt, nehmen wir mal einfach mal zwei. Sag mal, was sind das für Geschwindigkeitskrabben? So, okay. Schwierigkeitsstufe legendär. Die können einen tatsächlich töten. Ist ja mega groß. So, okay, aber jetzt habe ich genug Chitin von denen. Okay, keine Krabben mehr. Es ist genug. Jetzt wirklich Säbelzahntiger und vielleicht noch einen Hirsch. Um auszuprobieren. Man doch so ein Hirschgeweih nehmen kann. Aber wirklich, wo sind die Säbelzahntiger, wenn man sie braucht? Da läuft ein Mammut. Aber keine Tiger. Also speichern. Nein. Moment, Illusion. Ich bin ja von dem Drachen jetzt abgehauen. Da neben Winterfeste. Jetzt hat er mich, glaube ich, hier gefunden. Ah, da noch ein Hirsch. Den nehmen wir. Da ist der Drache weg. Der Hirsch ist auch weg. Also das ist kein Problem, die Hirsche. Ah, hier ist schon ein Jäger, oder? Ist es ein Jäger? Ach, der. Nee, na, dann kämpf ohne mich mit dem Drachen. Ich habe damit nichts zu tun. Ach, das ist sogar ein Bandit. Na dann, viel Spaß in der Zonengarde. Geh mal weiter. Ich hoffe, der Drache greift dir an. So, und hier die majestätischen Mammuts. Wunderschöne Tiere. Boah, die Erde zittert. Man hört richtig deren Atem. Okay, wo sind denn diese Hirsche? Die sind doch irgendwo hier hingerannt. Da. Oh. So, okay, jetzt. Ich hoffe, ich kann sein Geweih nehmen. Wenn nicht, dann hat es keinen Sinn, die Hirsche zu jagen. Und man kann den in ihren Geweih doch nehmen. Okay. Vielleicht funktioniert das doch mit dem Trollschädel, nur nicht bei allen Trollen. Aber ich habe zwei davon getötet und konnte nichts nehmen. So, Geweih haben wir. Okay. Jetzt. Okay, noch ein Geweih wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich brauche vor allem die großen Hirsche. Ich glaube, dieser hier ist kleiner, da läuft ein großer. Da treffe ich ihn von hier. So ungefähr. Nee, das ist daneben. Aber da ist noch einer. Oder? Was ist das? Da rennt auf jeden Fall einer. Ach, das ist einfach eine Pflanze hier. Ich dachte, das ist ein Geweih eines Hirsches. Da steht einer. Man sieht halt gar nicht von hier, ob der hier zum Beispiel ein Geweih hat oder nicht. Aber der da hat ein großes. Oh, der hat auf jeden Fall eins. Und er rennt direkt auf mich zu. Jetzt. Moment, ich will nicht, dass der Schuss daneben geht. Oh, hat er ein Geweih, Alter. Jetzt aber. So, okay. Das ist auf jeden Fall großes Geweih Nummer 2. Geweih. Und guck mal. Der hat ein riesen Geweih. Das ist ein Elch. Aber man kann ihm keins entnehmen. Warum? Ah, Mann, ey. Na gut, dann nehmen wir mal wenigstens sein Fleisch hier. Da stand gerade irgendwas mit Hunger schon wieder. Ein bisschen Hockerfleisch. Immer noch leicht hungrig, das geht doch in Ordnung. Da ist schon wieder der Drache. Ich wundere mich, dass schon so lange keine Dämmerwacht-Leute mehr angegriffen haben. Okay, da ist sogar ein Bär. Ich könnte natürlich auch eine Bärpuppe hinstellen. Da brauche ich, glaube ich, einmal ein Bärenfell, ein paar Klauen. Das heißt, wo wir schon keine Säbelzahntiger haben, dann jagen wir doch mal einen Bären.
Während er seine Beute jagt, jage ich ihn. Daneben. Hä? Das war aber nicht daneben. Wieso ist nichts passiert? Da ist er. Er hat bemerkt, dass irgendjemand hier ist. Da. Oh. Nein, falsch, nimm die Fackel weg. So, weg. Oh mein Gott. Heilung war auf 3, okay. So. Oh, und jetzt nochmal die Gemüsesuppe, damit wir jetzt so oft wie es nötig ist, diesen Schlag durchführen können. Perfekt, die Heilung. Heilung muss jetzt aber weg hier. Ja, wo ist er? Ja, das ist ein Gegner, der nicht schwächer ist als ein Säbelzahntiger. Ich mache den ja gar keinen Schaden, während er liegt. Oh Gott, wo schlägst du denn hin? Boom. Ja, das ist das, was die Gemüsesuppe bewirkt. Man kann so oft, wie man will, einen schweren Schlag machen und diesen Verteidigungsschlag, also diesen hier. Ja. Rennst du hin? Gott, hält er was aus. Die Schwierigkeitsstufe legendär ist das aber nur böse. Mann. Falsche Pfeile. Da sind die richtigen. Okay, die Feuerpfeile machen aber jetzt aber nicht sonderlich viel Schaden. Okay, ein würdiger Gegner, was soll ich sagen? Also Bärenklauen benötige ich und Pelz. Und meine Pfeile nehme ich zurück. So, perfekt. Speichern. Was passiert da? Ein Elch, der sowieso schon verletzt ist. Ich beende mal sein Leiden. Das wäre eigentlich in der Realität kein tödlicher Treffer, aber egal. Mir hat es ausgereicht. Und der hat dummerweise schon wieder nicht das, was ich suche. Der hat kein Geweih. Warum? Also ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich sie überhaupt jagen soll. Komm, letzter Versuch für heute bei einem Elch. Beziehungsweise, was war das für ein Schuss? Wieso ging das so böse daneben? Oh. Oh. Direkt in die Wirbelsäule. Und da kann er nicht mehr weiter rennen. So, renn, du darfst weiterleben, renn. Und großes Geweih, okay. Dann habe ich jetzt wirklich genug davon. So, hier der Mammut. Ach, keine Säbelzahntiger. Wo sind die denn alle? Mann. So, okay, ich renne jetzt nochmal in die Richtung, wo das Feuer ist. Durch das Jagdgebiet hier. Und wenn bis dahin kein Säbelzahntiger kommt, dann ist es wohl so. Dann muss Laris hier die Jagd erstmal beenden und dann andermal versuchen. Hm. Wirklich, also hier wurde man ja immer von mindestens einem angegriffen, wenn man hier rumrannte, normalerweise. Aber jetzt ist es schwierig. Die spawnen halt auch random Wesen, wie man sieht. Ist auch nichts. Graben. Oh, eine wunderschöne Nacht. Hm. Huch, da ist er! Ein Säbelzahntiger! Oh, und der nimmt sogar mehr Schaden. Der nimmt tatsächlich mehr Schaden als ein Bär. Wer hätte es gedacht? Ist ein Bär also stärker als an ein Säbelzahntiger?
beziehungsweise besser geschützt. So, die Suppe funktioniert immer noch, wie man sieht. Ich kann so oft, wie ich will, oh Gott, diesen Schlag hier durchführen. Und auch den starken Schlag mit dem Schwert. Aber Moment, jetzt, damit nichts schief läuft, jetzt mal schnell hier Heilung, ewige Heilung. Vielleicht habe ich was Schwächeres. Na hier, nehmen wir mal die. Perfekt. So. Ansonsten, wenn man keine Ausdauer hat, kann man ja diesen Schwertschlag nicht machen, der ihn jetzt außer Gefecht setzt. Aber wegen der Suppe geht das. Und man sieht auch, Laris führt jedes Mal einen geladenen Schlag aus. Hier. Und es funktioniert, obwohl er eigentlich keine Ausdauer mehr hat. Als ich das erfahren habe mit der Suppe, dachte ich, oh mein Gott. Wer hätte es gedacht? So, okay. Da ist die heutige Beute. Ein Säbelzahntiger. Und ich hoffe, der hat das, was ich benötige. Säbelzahntiger, Pelz und Auge. Aber ich glaube, ich brauche Säbelzahntiger Reißzähne. Wie die Puppe. Irgendwie sowas war das. Ich musste irgendwo anders suchen. Durch die Jagd wird es schwierig. So, aber zumindest habe ich seinen Pelz. Und ich muss sagen, Jagen in Skyrim macht schon irgendwie Spaß. Ja, man kann sagen, die Elche, die Rehe sind ein bisschen langsam, wenn sie wegrennen. Aber wenn man solche Raubtiere jagt, die einem gefährlich werden können, dann ist es was anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.